So, kommen wir mal. Ich würde mal die Prinzessin wieder retten. Ich gebe es da wieder ein tolles Achievement für. Das Spiegel blinkt zu toll. Können wir da vielleicht irgendwas erreichen? Oh ja. Gibt es ein Ending? Dunkler Aufzug. Abkürzung. Ist ja fantastisch. Dass wir es nicht früher wussten. Und dann können wir ja easy peasy den Prinzessin jetzt befreien. Einfach die Abkürzung nehmen. Als ob ich das gerade einfach entdeckt habe. Das gibt's ja nicht. Einfach kein Shortcut zum Schloss. Als Obi. Die Prinzessin retten. Was wir mit ihnen noch nicht probiert haben. Das sollten wir mal machen. Dann fix die Mimik. Hier ist er durch. Ein gutes Gefühl. Da brauchen wir wahrscheinlich den Haken, den. Oh ja. Verdammt. Verdammt. Das ist das falsche Ending. Erinnerung. Wir haben Shortcut. Ich hoffe, der funktioniert immer noch. Super Mario. Ja, das schaut. Dass ich das die ganze Zeit nicht wusste. Der Spiegel in der Prinzessin im. Dadurch hat das Monster sie wahrscheinlich entführt. Durch den Spiegel. Boah, hier. Easy. Ach, verdammt. Ich habe eine Klaue mitzunehmen. Ich komme jetzt zurück. Die Kanne müssen wir mitnehmen. Achtung, Jumpscare. Ich setze schon mal die Kopfhörer ab. Genau das. Headphone-Users. Ich habe euch vorgewarnt. Das bringt mich noch aufs Hausdach. Verdammt mich. Okay, das war ein Versehen, aber auch gut. So, Schwert brauchen wir, um durchgelassen zu werden. Eigentlich nicht, oder? Jetzt habe ich es dabei. Theoretisch können wir doch jetzt da unten lang, oder? Wenn wir uns gut genug hangeln. Jetzt müssen wir es ja wohl. Und dann in der Mitte nicht, verdammt. Nach dieser Änderung. Das Schwert lassen wir hier. Müssen wir erst hier rüber.
Also der Weg nur nach rechts, der ist mir zu unsicher. Das war gleich nur wieder. Ach komm. Ja, da würden wir sowieso nicht haben. Machen wir das mal dicht, dass ich nicht auf die Versuchung komme. So, super Paare über einmal hier lang. Holen wir die Prinzessin ab. Nicht die Prinzessin. Die echte Prinzessin. Wir können die Prinzessin bestimmt auch irgendwann als Item an dem Schrein dort abgeben. Wäre ja stimmt. Genau das wollte ich, hier hoch mit der Prinzessin. Jetzt da wieder einsperren, in Lüftungsschacht. Oh nein. Ernsthaft, ist das dein Fluchtplan? Jo, hier gibt's noch ein Ending, nice. Solch ein effizienter Held. Super Mario hat die Prinzessin in 0,05 Sekunden geliefert. Oh je. Zusammen mit 3500 anderen Ergebnissen. Er ist seit diesem Tag als die schnellste Suchmaschine bekannt. Auf gut Glück. Ja. Eine 52. Direkt das hier. Nice. 3 Wochen später. So, was haben wir noch für... Okay, Hinweise haben wir keinen mehr. Hatten wir nicht einen schon eingesammelt eben? Den haben wir wohl schon gelöst. Okay, 54. Okay, 53. 55, 56 fehlt uns jetzt als nächstes. Okay, ich hole mir mal die Herbklaue. Ich will mal was versuchen. Was mir noch in den Sinn kam. Nur mit der Herbklaue. Geh mal hoch. Ah, hier haben wir noch den Atomsprengkopf. Da haben wir doch schon mal auf die Festung abgefeuert. Können wir jetzt vielleicht von der Festung aus? Oder vielleicht irgendwo anders von anderen Kanonen aus? Einfach mal einen Krieg auslösen, zurückfeuern. Gibt es irgendwie in der Karte? Hier gibt es ja die eine Kanone, aus der wir gerade die Prinzessin gefeuert haben. Vielleicht geht das ja irgendwie. Wäre lustig. Oder von der, wo wir gerade gesprungen sind. Hier wollte ich nicht lang.
Jetzt brauchen wir die Schaufel, ob wir die noch tragen können. Damit nicht zu schwer werden. Und noch was aufheben, dann haben wir das eine Ending, von dem wir schon wissen. Vollgepackte Held. Das Schwert haben wir auch mit dabei. Das wusste ich gar nicht. Turmbombe wollte ich mal hier hoch. Okay, das Schwert haben wir nicht mit dabei, aber wir haben trotzdem losgelassen. Aber wir haben eine Atombombe mit dabei, deswegen. Können wir vielleicht die Atombombe mal hier rausfeuern? Ja, nice, können wir. Dieser Atomsprengkopf war zu köstlich, um ihn zu verschwenden. Also brachte Super Mario ihn zu einem ganz bestimmten Kanone und feuerte sie über die Ironie dem Namenbesitzer seinen Waren auf so besondere Weise zurückzugeben. Erstattungsantrag. Ja. 56 von 100. Ah, das war das Ending. Okay. Haben wir schon... Ich guck mal nach, ob wir das... Haben wir das schon... Ich muss mal gucken, ob wir das... Wir haben schon viel umarmt, aber... Königsmörder... Ja, die Königin haben wir schon umarmt. Sonst hätte ich jetzt gesagt, nehmen wir Mr. Hux und gehen zum Schloss und uns da was. Okay, was können wir noch so sein? AFK haben wir schon. Ende 61, Ende 53 fehlt uns noch, Ende 55. Können wir die Bombe vielleicht aus dem anderen aus der anderen Kanone wieder zurückschießen? Das wäre ja was. Also können wir ja, das wäre ein Umweg. Ich weiß nicht. Dann kommen wir jetzt am leichtesten zu der Atombombe hin. Dann würde ich das glaube mal. Das noch mal versuchen. Nämlich drüber rüber schießen lassen, dann das haben wir nicht gemacht, oder? Haben wir das schon gemacht? Da brauchen wir den Haken hierfür. Ey. Ich will schon wieder sterben. Das wollen wir nicht. Ich lass mich schießen. Okay, hier haben wir Bombenlöcher. Was ist mein Laden? Ein Schusslöcher ist ja geil. Bis sich keinen weiteren Schaden angerichtet hat. Damit haben wir schon Feuer, da sollte man nicht mal reinspringen. Die Bombe sollten wir jetzt mal rüber zum dunklen Palast und dann damit mal das nicht mal versuchen. Damit einfach mal aufs Königreich schießen.
Wir laufen auch hier nicht einfach mit einer Kanone, mit einer Atombombe quer durchs das Königreich. Kann ich nicht ohne Waffe passieren lassen. Siehst du das da auf meinem Rücken? Nennt sie Atombombe. Wir können ja, glaube ich, hier lang. Oh nein. Nee, oder auch nicht. Wir kommen jetzt ohne Schwert hier lang. Und jetzt wieder stuck. Ich fürchte es. Das Wasser raus können wir nicht und zuziehen. Hat wirklich ein bisschen doof gelaufen, dass man hier halt nicht unter bestimmten Umständen feststeckt. Okay, hier könnte man wieder raus. Da kommen wir gerade her. Oh, können wir vielleicht den Drachen mit dem Atombomben, mit der Atombombe genau auswischen? Nur mal so eine Idee. Nee, das Ende gibt's nicht. Schade. Das wäre was gewesen. Das wäre eine Idee gewesen für ein Ending. Wenn du mit dem Atombombe dorthin gehst, explodiert der ganze Berg. So, was haben wir jetzt hier für Endings noch?